Hi Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und in diesem Video reden wir über 5G-Internet. Und dieses Thema ist 100-mal schlimmer als Artikel 13, meiner Meinung nach, weil es eine bedrohliche Gefahr für die Menschen ist, meiner Meinung nach zumindest. Und wer nicht weiß, was 5G ist, dem erkläre ich es einfach mal ganz kurz. 5G ist die fünfte Generation des Mobilfunks, also vor 4G, 3G, 2G. Und ja, die Ziele von 5G sind eine digitale Zukunft, wo alles in nahezu Echtzeit vernetzt werden kann. Und in Anwendung soll es gebracht werden für Computer und Telefone und in der Industrie und für autonomes Fahren, das heißt, dass Google Autos dann fahren können. Die Vorteile von 5G wären 100-mal schnelleres Internet und extrem niedrigere Latenzzeiten. Das bedeutet dann, dass du so ein 2er bis ein 1er Ping hast, weil sie dieses Internet einfach 100-mal schneller machen wollen. Ich meine, 4G hat gerade eine Leitung 1,8 GHz bis 2,4 GHz, das ist 1800 Mbits bis 2400 Mbits. Und ja, das Internet ist jetzt nicht immer schnell. Ich meine, in Deutschland ist es nicht immer überall ausgebaut, aber man beginnt einfach mit 5G. Ja, jetzt mal zu dem Punkt, warum 5G die absolut schlimmste Idee ist und warum das einfach eines der schlimmsten Sachen ist, die man überhaupt zulassen konnte. Ich meine, 5G gibt es ja jetzt schon in ein paar Orten so. So, und jetzt kommen wir mal zu den negativen Sachen von 5G. Und zwar hat die 25 Millionen US-Dollar-Studie von 2015 in Amerika die Auswirkungen von 5G gezeigt. Das haben sie dort getestet und haben jetzt mal die negativen Sachen rausgehaut. Und zwar sind die negativen Sachen von 5G. Also 5G kann zu Gehirn- und Herzkrebs führen, zu Zellenstress, Lern- und Gedächtnisdefizite und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden der Menschen. Zu Alzheimer, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und zu Grippesymptome und Konzentrationsstörungen. Das wäre noch nicht schlimm genug. Es gibt natürlich noch weitere Punkte, die natürlich alle in der Beschreibung verlinkt sind. Es gibt dann auch die Menschen, die, ich nenne das immer so, wie ich es dort lese, es gibt auch Menschen, die sehr EHS-empfindlich sind, das heißt, bedeutet, die elektromagnetisch hypersensibel sind. Das bedeutet, dass diese Menschen sehr auf Strahlen belastet sind, das heißt, dass sie eh schon mit dem Internet, was es jetzt gibt, Probleme haben wegen den 4G, weil das für sie eben zu Krebs führen kann, Zellenstress, Schlafstörungen, weil das einfach, die Frequenz einfach für die Menschen eine Störung ist. Klingt ein bisschen komisch, aber leider gibt es das auch. Und ja, das ist ein sehr großes Problem für die Leute. Leute, die das haben, die tun mir absolut leid, weil die können jetzt nicht sagen, gut, ich fahre jetzt weg auf Urlaub und gehe mich irgendwo einbuddeln, weil das Internet kommt weltweit. Ich meine, in Amerika und China ist es schon da und wird schon getestet. In Europa kommt es langsam so, was ich natürlich sehr interessant finde, dass die EU das einfach so zulässt. Ich meine, die denken wahrscheinlich so, ja, 4G ist eh kein Problem, dann machen wir 5G. Ist zwar tausendmal, ist hundertmal schneller, aber wird ja wohl nichts Negatives haben. Also die Gefahr von 5G ist die hohe Frequenz, die sie machen wollen. Das werden 3,4 GHz bis 3,8 GHz, was dann aber auch auf 10 GHz hochgehen kann, das heißt 10.000 Mbits. Ja, diese Frequenz ist ja eben für Menschen sehr, sehr schädlich. Und ich frage mich noch immer, wie man sowas durchgehen lassen kann als erstes mal das EU und wie man als Regierung oder Staat einfach so sagen kann, jo, wir verkaufen die Lizenzen an die Mobilfunkanbieter. Gut, die Mobilfunkanbieter sind meiner Meinung nach eh ehrenlos, dass sie so ein Netz machen, weil denen geht es wahrscheinlich nur ums Geld, weil sonst würden sie das wahrscheinlich nicht machen und würden einfach auf die Menschen achten. Aber ich finde, da sollte der Staat eigentlich mehr machen und die Regierung und eigentlich die EU eine Richtlinie machen, dass 5G, wenn dann bitte eine kleinere Frequenz gemacht werden soll oder nicht einmal 4, also noch bei 4G bleiben, weil es gibt ja noch viele Orte. Ich weiß, es gibt viele Leute, die haben schlechtes Internet. Ich erlebe das selber tagtäglich fast, dass Leute schlechtes Internet haben. Das könnten sie doch wirklich mal das Internet, was sie jetzt haben, mal wirklich gescheit ausbauen, damit wirklich jeder mal 3 bis 4G hat und nicht einfach gleich auf 5G ausbauen, obwohl es in gewissen Ländern noch nicht einmal einen Ausbau gibt für 4G und die absolut schlimmes Internet haben. Ja, also das ist die sehr große Gefahr. Ich werde da auch einigen Politikern schreiben und sie in Frage stellen, wie man sowas unterstützen kann und warum sie sich da nicht äußern, wie zum Beispiel wie gewisse Parteien in der Politik. Und ich werde doch ja auch ein paar Umweltorganisationen fragen, warum sie darauf eigentlich noch nicht so wirklich reagiert haben, weil ich bis jetzt noch von Greenpeace und von Global 2000 und von den anderen Organisationen noch keinen Beitrag gefunden habe, wo sie die Auswirkungen zeigen von 5G, dass es eben nicht so gut ist. Aber das große Problem ist, dass hier sehr, sehr viel Geld drin steckt. Das heißt, es wird wahrscheinlich kaum aufzuhalten sein. Das heißt, man hat einfach Pech, weil eben sehr große Konzerne schon Handys für 5G machen, also darauf ausgelegt sind, wie Huawei und jeder Mobilfunkanbieter geht jetzt auf 5G, wie Samsung und so weiter. Ist auf jeden Fall krass, was da so alles entschieden wird, obwohl man fast gar nichts weiß. Im Fernsehen wird darüber bis jetzt, was ich gesehen habe, nur gut darüber berichtet, dass man dann eben schnelles Internet hat. Und da wollte ich noch ein Beispiel erzählen, was hier in Oberösterreich passiert ist.
und zwar in Haag, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar haben sie dort beim Bahnhof bis woanders hin in der Umgebung, da war auch so ein kleiner Teich, 5G ausprobiert mit einer Stärke von 7,4 Gigahertz. Und ja, dort gibt es auch Tiere, Vögel, Enten und so weiter. Und dann haben sie diese 5G-Frequenz getestet und daraufhin sind einfach mal so die ganze Nacht 100 Vögel einfach so gestorben, die man dann tot am Boden gefunden hat. Man hat sie dann überprüft, warum sie gestorben sind. Und zwar hat es keine Anzeichen auf Vergiftung gegeben oder körperliche Anzeichen oder Infektionen und so weiter. Das heißt, man ist sehr stark darauf aufgegangen, dass es die Mikrowellenstrahlungen gewesen sein von 5G. Also die Strahlung soll dafür verantwortlich sein. Und eine Woche später haben sie das dann nochmal getestet und es ist genau das gleiche passiert. Mich würde es auch sehr, sehr freuen, wenn es ein netter April-Scherz gewesen wäre. Nur leider war es keiner. Wer es nicht glaubt, kannst du gerne in der Beschreibung nachschauen. Da habe ich alles verlinkt zu diesem Thema. Und ja, Leute, informiert sich über dieses wichtige Thema. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, was da auf uns zukommt, weil man die Schäden von 5G eben erst nach 3, 4, 5 Jahren sieht an Menschen. Und ja, mega, mega krass, wie die das einfach so durchhauen konnten, die EU, und einfach absolut ehrenlos sind, meiner Meinung nach, einfach sowas durchzuschaukeln, ohne darüber wirklich Infos zu geben. Ich weiß nicht, wie viel Geld die dafür kriegen oder wie viel Geld generell alle darüber kriegen, die sich da nicht äußern dazu oder einfach nur zu feige sind, das weiß ich nicht. Was ich noch sagen wollte ist, es gibt auch eine Petition dagegen bei der EU-Seite wie Artikel 13, ist natürlich auch verlinkt, da könnt ihr natürlich auch gerne dagegen stimmen, dass ihr 5G nicht haben wollt in eurem Land oder in eurer Stadt oder eurem Dorf. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ich werde das auf jeden Fall machen, weil ich das sehr bedrohlich finde, 5G-Internet. Auch für Tiere, Umwelt und Menschen. Und ja, informiert euch über dieses Thema. Da würde ich sagen, lasst gerne Bewertung auf dieses Video. Da würde mich sehr, sehr freuen. Teilt dieses Video wirklich unbedingt mit euren Freunden, damit das ganz viele Leute wissen, was hier abgeht. Dann würde ich sagen, haut rein, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao und danke fürs Zuschauen. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run home.